Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Lukas Mock aus Gießen. Er hat was Blödes gemacht. Er hat eine neue Waschmaschine gekauft und würde die gern gleich wieder zurückgeben. Ich habe eine neue Waschmaschine gebraucht, die leider nicht in die Küche gepasst hat und deswegen wurde die widerrufen. Und da hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder 99 Euro zahlen und die Firma beauftragen direkt oder es selbst machen. Okay, lieber selbst machen. Zu große Waschmaschine ins Auto und ab zum Händler. Bisher durchaus nichts Problematisches. Das ist ja, wenn du halt die Firma bestellen willst, dass du dir was abholst, dann kann das schon mal Geld kosten. Dass da Fahrten und so weiter, dass da ein Lieferdienst mit dem LKW kommt und das dann auf hochhieft und dann da rein. Das kann schon mal extra berechnet werden, das ist gar nicht außergewöhnlich. Das kostet schon mal ein bisschen was, bisher nichts Außergewöhnliches. Wenn man es selbst vorbeibringen will, dann ja, kostet halt nichts. Außer das Benzingeld, so das Fahrtengeld, was man selbst bezahlt und den Aufwand. Hat dann der Mitarbeiter gesagt, ja, das geht nicht, wegen Lockdown, wegen Covid, fahren Sie mal zum Hauptsitz, vielleicht haben Sie da Glück mit der widerrufenden Waschmaschine. Ach du Schreck, die Waschmaschine wollte ihm keine abnehmen. Ach du Scheiße. Und einfach Geld bezahlen, damit die es abholen, das ist ja anstatt dass du quer durch die ganze Stadt fährst und hier zum, ich meine, das ist dann wäre ich zurückgefahren und hätte die, ich meine, das kostet ja am Ende mehr, wenn du, ich denke, das läuft darauf hinaus, dass er dann zentral auch woanders hingeschickt wird und auch wieder woher hingeschickt wird und auch wohin hingeschickt wird, dann zahlst du halt mal, ich weiß nicht, wie viel das mehr ist, aber ich weiß nicht, ob das besser ist als, ich meine, der Aufwand ist ja auch die Zeit, die dabei drauf geht und die, der Aufwand, den das für ihn ist, das ist ja auch, muss man auch mal im Verhältnis halten. Ist ja dann auch, wenn man es als Arbeitszeit berechnet, ist dann auch fast, hast dasselbe Geld für ausgegeben. Tja, kein Kundenkontakt wegen Corona, also wieder ins Auto. Solange Herr Mock durch Gießen fährt, besuchen wir Daniela Negt in Stuttgart. Die Schülerin ärgert sich gerade über die schwierige Belüftung ihrer Schule. Das brauchen wir nicht drüber zu reden, eigentlich. Das Belüftung in der Schule, das ist ja, man kennt's. Es ist, eigentlich sollen die Schulen wieder öffnen, aber es ist ja ein Corona-Konzept, ein Hygienekonzept gibt's eigentlich nicht in manchen Schulen. Es ist ein richtig, wirkliches, ja, Fenster aufmachen, immer durchlüften, bis es eiskalt wird. Im Winter sehr unangenehm. Man kennt's. 2012 eine neue Lüftungsanlage an unserer Schule, die jedoch seit Einbau nicht funktioniert, was unpraktisch ist, weil wir direkt an einer vierspurigen Straße sind. Defekte. Ich rühre mir gerade meinen Kaffee um. Defekte Lüfteranlage gebaut, bekommen. Wurden schon welche aus, das wundert mich immerhin, dass da immerhin welche geliefert wurden, also dass da wirklich mal scheinbar welche besorgt wurden, entweder von der Schule oder vom Land, dass da wirklich welche gibt. Das ist ja schon Teilerfolg, dass zumindest eine da ist, auch wenn es kaputt ist, aber es ist zumindest eine da. Und Stuttgart 21, die Bauarbeiten auf unserem Pausenhof stattfinden. Oh, bei offenem Klassenfenster klingt das so. Und die Baustelle Stuttgart 21 ist direkt gegenüber. Das kann man sehr gut dabei lernen. Das hört man ja alles vom Unterricht. Das ist ja alles, ja. Corona, oder? Unterricht während des Lüftens ist komplett unmöglich. Man versteht den Lehrer nicht, man versteht gar nichts. Hoppla, die Waschmaschine ist ja immer noch da. Ich war mit meiner Waschmaschine vor der Rampe gestanden, vor dem Drehkreuz war ich gestanden. Ich habe denen sogar die Waschmaschine gezeigt. Die haben gesagt, nee, es geht nicht. Und wir hätten die auch zu zweit, wir hätten die auch gerne mit 100 Meter Abstand reingetragen, mit Maske, wir hatten alles dabei und dann wieder rausgegangen und keine Ahnung, das wollten die alles nicht. Aber hätte es da nicht noch eine andere Lösung gegeben? Jetzt sind wir noch. Ich hätte mit meinem Kumpel zum Parkplatz fahren können, dort eine Speditionsfirma beauftragen können, die Waschmaschine dann vom Parkplatz die 5 Meter zur Firmenzentrale. Im Ernst? Für die Speditionsfirma, aber kann der nicht von seiner Wohnung aus?
Hat er was verpasst oder er hat doch bestimmt die Möglichkeit, dass er dann, dass er für extra Geld, das kostet vielleicht ein bisschen was, aber ich meine, wie gesagt, bevor du dann quer durch die Stadt fährst und dann 100, also noch in eine andere Stadt fahren musst, um das dort abzugehen, in ein anderes Bundesland, wo die Regeln anders sind und so, es ist, da bevor, vorher machst du, vorher bestellst du lieber die Speditionsfirma. Ich meine, vor Ort dann direkt, also eine Speditionsfirma, die dir das reinhieft, dass die das den 5 Meter hochhält, was du auch selbst kannst, das ist Schwachsinn, aber wenn du es dir von zu Hause abholen lässt, das ist, ja. Alle trägt. Das wäre erlaubt gewesen. Okay, schwierig. Naja, schauen wir mal nach Hamburg. Hier ist Nils Hartfelder gerade etwas sauer, weil sein Spielwarengeschäft wegen Corona nicht öffnen darf. Aber zum Beispiel Drogerien fröhlich Spielsachen verkaufen. Ja, Haben auch gesagt, das ist. Das ist bei Corona, es ist die ganzen Sachen, das ist einfach, was öffnen darf und nicht, was erlaubt ist und da blickt eh keiner, es blickt sowas von keinem durch, dass Drogerien dürfen öffnen, aber Drogerien sind wichtiger als Spielwarengeschäft darf nicht. Ich meine, grundsätzlich ja, verstehe ich das schon, aber das ist dann schon, gibt, also kann man schon sagen, dass ein Spielwarengeschäft eine andere Sache ist, aber trotzdem ist die Lücke ist. Wir werden gleich noch Gründe hören, warum das eigentlich doch könnte, aber ja, die Corona-Regeln, das ist jetzt. Wer jetzt im Lockdown öffnen kann und warum jetzt ein Friseur wichtiger ist als ein als sonst was irgendwie, warum das jetzt um das eine geht und was nicht, ich kenne jetzt keine Beispiele, aber gerade Friseure frage ich mich, das Friseure sind das Letzte, was ich öffnen würde. Sorry, aber ich weiß, manchen ist ihre Frise vielleicht wichtig, aber es ist halt. Ich denke, das ist wirklich kein. Es haut dir wirklich keinen Zacken aus der Krone, wenn du mal 2, 3 Jahre lang. So lange wird der Doktor noch gehen, wenn du mal wirklich. Irgendwann wird es ja dann wieder gehen und im Sommer gibt es ja dann wieder. Ist ja dann, aber wenn du mal ein halbes Jahr, wenn du mal ein Jahr mit. Nicht zum. Wenn du mal eine scheiß Frisur hast, wenn die Haare ein bisschen länger sind, kämmst du die halt. Das ist halt. Da sagst du halt. Wenn du beim Meeting bist, sorry Leute, wir haben Corona, das ist halt, dann sehen wir halt alle aus wie Haare bis zu den Schultern und so. Wo ist denn das Problem? Das ist, Haare kämmen und Haare waschen kannst du ja selber, da musst du nicht zum Friseur für gehen. Manche machen es ja, aber es ist Haare waschen, Haare kämmen, dann siehst du sauber aus, siehst du, ich bin auch geduscht. Hab heute kurz vor der Aufnahme geduscht. Versteht man echt nicht. Prioritäten muss man setzen und die Politiker, ja, ein erheblicher und unzumutbarer Prioritäten Aufwand für die setzen. Drogeristen und Supermarkthändler wäre, solche Sortimente jetzt abzusperren. Und da hatte Herr Hartfelder eine geniale Idee. Wenn das unzumutbar ist, dann würde ich mich persönlich anbieten, das kostenlos für alle Drogerien zu machen und diese Fremdartikel abzusperren. Herr Hartfelder freut sich schon auf seine neue Aufgabe. Ach ja. Die Waschmaschine von Herrn Mock steht wieder im Keller. Ich bin ein Krankenpfleger, ich bin geimpft und aus der ganzen Sache ist mir nicht ersichtlich, warum jetzt extra zwei fremde Leute zu mir kommen können und die beiden fremden Leute die Waschmaschine zur Firma tragen Ach, müssen. das geht, das ging gar nicht. Jetzt habe ich es erst. Oh, okay. Jetzt hab ich's erst geschnallt. Das war also irgendwie aus irgendwelchem Grund. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aus welchem Grund jetzt. Warum konnten die das jetzt nicht abholen? Hat die Speditionsfirma gesagt, haben die gesagt, nee, wir machen keine. Wir dürfen nicht liefern. Wir dürfen nicht abholen im Lockdown. So war das wahrscheinlich. Und hinbringen darf es. Es darf nicht abgeholt werden, es darf auch nicht hingebracht werden. Uff. Verstehe ich bis heute nicht. Wenn Sie wieder mal eine Waschmaschine abgeben möchten, Herr Mock, nehmen Sie vielleicht einfach mal Ihren Impfpass mit. Anita Okay, Wolf aus warte, Berlin. Sekunde, das ist jetzt hier. Jetzt verklicke ich mir da, mich hier dauerhaft.
Er darf sein Zeugs nicht selbst abliefern, aber er darf es auch nicht abholen lassen. Es ist echt. Es ist krank. Ja, Däumchen nach oben. Ja, schaut mal bei Extra Live vorbei. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Habt einen tollen Tag. Jo. Wir schauen uns gleich Teil 10 an. Realer Irrsinn. Realer Irrsinn, der gesammelte Corona-Irrsinn Nummer 10 von Extra-Reihe. Schauen wir uns an. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Stefan Fromme. Der Leiter einer Grundschule in Detmold hat von der Stadt neue Luftfilteranlagen bekommen. Ach, die Nur Luftfilter leider schon zu wieder. wenige. Wir haben an unserer Schule genau zwei Luftfilteranlagen bekommen. Wir haben aber genau 12 Klassen. Und wie haben. Jetzt will ich mal wissen, wie die das sich ausgerechnet haben. Wie das Ministerium, da ist doch irgendein Ministerium oder irgendein Büro irgendwo für. Oh, hallo Sessefuchs. Willkommen im Stream. Jetzt wüsste ich wirklich gern, wie die das sich ausgerechnet haben. Zwei Luftfilter für 12 Räume, oder wie das. Da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Begründung vom Amt, was dann sagt, das ist halt irgendwie errechnet sich das daraus, wenn man das geteilt durch die Wurzel von Pi nimmt, dann ist da eindeutig klar, dass man nur zwei Luftfilter für 12 Räume braucht. Das ist eindeutig hier in der Amtsvorschrift von 1912 ist das so abgeschrieben, dass da diese Formel einzusetzen ist für Luftfilternräume. Tägliche Frage, sollen Aber wir es gab zwar noch zwischendurch keinen einfach Luftfilter, aber ja. die Klassen wechseln? Tja, für mehr Luftfilter hat die Stadt Detmold kein Geld. Da hat Ach sich aber. was! Für mehr Luftfilter hat die Gegenstand. Ja, das mit dem Geld, das ist halt. Das lasse ich in der Politik, das lasse ich lasse das, ich lasse das Thema, bei Diskussionen lasse ich das Thema, wir haben kein Geld, nicht gelten. Es ist Geld, nicht gelten, versteht er? Es ist einfach, wofür ist es, die Politik hat Geld, die Politik hat Geld für, es ist dafür, dass die Politiker sich im Bundestag hier, wie heißt das hier? Aushilfen heißt das nicht, aber dass die sich hier immer Berater, dass die fette Berater-Honorare auszahlen können. Die Politik hat Geld dafür, dass da das Berliner Flughafen gebaut werden können. Die Politik hat Geld, dass die Lufthansa zu retten, die schon zum x-ten Mal pleite ist und die dann wieder aus dem Nichts zu retten. Die Politik hat Geld für so viele Sachen, für die eigentlich. Und dann ist bei Bildung, und dann sind sie bei Bildung, wenn es um die Kinder geht, die Zukunft des Landes, es ist, dann hat man kein Geld, aber für dubiose Managergehälter, und das ist für dubiose, der Manager ist was anderes, aber für dubiose, ich rede mich hier wieder in eine Rage, ihr versteht's, versteht das, es ist. Wir haben kein Geld, ist nicht, ihr habt das Geld euch, dass jeder Politiker sich sonst was leisten kann, sich selbst Angestellte, die sich Berater und so weiter, das ist halt da mal ein bisschen abknöpfen, dass ich halt das Geld, was für Berater und für den Berliner Flughafen und für die Lufthansa drauf geht, oder für solche bekloppten Ausgaben einfach mal in die Bildung zum Beispiel, in die Bildung investieren. Es ist einfach, das ist kein Argument. Das zählt, es kommt mir nicht mit, ihr habt kein Geld. Ich meine, auch ein Kreis dann fragt, ja, wenn ein Kreisbehörde, wenn die Stadt sowieso kein Geld hat, dann ist beim Bund nachfragen, und der Bund hat Geld. Und der ist halt. Das regt mich auf. Es ist halt einfach. Dieselbe Thematik beim bedingungslosen Grundeinkommen, wenn man darüber redet. Aber woher nehmen wir das Geld? Das Geld ist doch da, das Geld ist da. Scheinbar ist es da. Es ist halt, ich sehe es ja, das ist halt einfach, es muss doch da sein, sonst wären die eben genannten Beispiele nicht.
machbar. Das ist, also kann, so kann man da ist dem VW-Konzern, so kann man den der Autolobby nicht so viel hinten in den Arsch reinstecken. Das ist. Brauche erstmal noch eine Minute, mich abzureagieren. Kein Geld. Wie die katholische Kirche, wir haben kein Geld. Verarschen kann ich mich selbst. Wir sind eine arme Kirche. Geht mir weg. Nichts machen, oder? Wir haben Partner und Sponsoren. Wir können die Luftfilter anschaffen. Das Verrückte ist, wir dürfen es nicht. Der Schulträger untersagt es ach, uns. Wie dasselbe bei der Waschmaschine in Teil 9. Es ist selbst anschaffen geht nicht, aber beschaffen vom Land ist dann auch nicht möglich. Das ist dann durch die Bürokratie. Deutsche Politik ist so, das ist halt einfach. Ich werde grau und alt. Das ist, ich werde es einfach. Ich habe letztens ein erstes graues Haarflecht, ist auch noch ein verfärbtes blondes Haarflecht, werde ich blond oder so, das ist keine Ahnung, aber. Das ist, ich werde wirklich, ich fühle mich auch schon alt, dass es richtig das ist. Deutsche Politik. Es ist wirklich zum Heulen. Der ganze Bürokratie-Schwachsinn in Deutschland. Dass man da nicht über viele Sachen wegsehen kann, gerade im Bereich Bildung. Es ist doch Bildung. Es ist vielleicht noch Umwelt, aber es ist. Bildung, das müsste doch eins unserer wichtigsten Themen sein, unser wichtigsten, da muss das meiste Geld, das teuerste Geld, und da darf an nichts fehlen, da muss alles investiert werden, da muss an anderen Enden gesperrt werden. Bildung ist doch, das ist die Schüler, die Kinder, das ist halt, ich verstehe es nicht. Sagt's mir, helft mir weiter. Sagt's mir, warum man da nicht im Haushalt sagt, das ist, dann sparen wir an anderen Ecken, dann machen wir irgendwo anders was weg. Aber das ist die Bildung, wie manche Schulen aussehen heute noch, das ist halt einfach. Ich weiß nicht, wo man geht. Ich bin auch nicht Profi. Das ist, so funktioniert das Haushaltssystem der Regierung nicht. Doch genauso funktioniert das. Ich bin auch kein Profi drin, aber am Anfang, es wird doch immer das Geld verteilt. Es wird doch immer gesagt, am Anfang wird doch immer gesagt, so viel Geld geben wir für dieses Jahr in Bildung, so viel stecken wir in meinetwegen Umwelt, so viel stecken wir in Agrarpolitik und so weiter und so viel stecken wir in Verteidigung und so weiter. Und da kann man doch mal sagen, da steckt man halt ein bisschen weniger in Verteidigung und mehr in Bildung. Das ist einfach mal den Jahreshaushalt mal ein bisschen umstrukturieren. Ich wüsste auch nicht, wo man das wegnehmen kann, wo man da was anders umstrukturieren kann. Ich bin nicht in der Regierung, ich kann da nichts zu sagen, aber es ist. Du kannst nicht einfach irgendwas kürzen, nur weil du Lust darauf hast. So wie ich es verstanden habe, ja, man kann am Anfang, es gibt doch ein Jahresbudget, was am Anfang des Jahres festgelegt wird, und so kann man am Anfang sagen, das ist. Da geben wir, das machen die doch jedes Jahr wieder. Da sagen die, in diesem Jahr machen wir den. So funktioniert doch bei jedem anderen auch der Haushalt. Und wenn du für dich selbst was machst, wenn du für dich selbst festlegst, was du dann auch ausgeben willst, dann sagst du auch, ich gebe jetzt 10 Euro für Essen aus, ich gebe 5 Euro für Gaming aus, ich gebe 10 Euro nochmal für Klamotten aus, dann kannst du halt, da sagst du halt am Anfang des Jahres, und dann ist das Wort der Woche oder sowas, dann sagst du halt, ich gebe heute mal, oder ich weiß nicht, wie das verteilt ist, dann sagst du mal, ich gebe hier mal ein bisschen mehr aus und hier mal ein bisschen weniger aus. So macht das auch die Regierung. Ja, dann ein bestimmtes Budget, und dann, das waren jetzt nicht meine Beispiele, ich habe jetzt einfach Sachen aus der Luft gegriffen. Ich gebe nicht 10 Euro für die Woche für
für Kleidung aus und für Gaming und so, aber das ist halt, da muss doch irgendwie, das ist doch machbar, oder verstehe ich das falsch? Das ist halt, wollte es da auch nicht weitermachen. Und willst das noch aus, ich weiß es ja nicht, das ist aus der Bundeswehr von mir aus, wenn es nach mir geht. Die brauchen gar kein Geld nach mir, aber das ist ein anderes Thema. Und das hat Herr Fromme auch schriftlich von der Stadt Detmold. Private Geräte kann sie aus haftungsrechtlichen Gründen leider nicht zulassen. Das ist absolut nicht nachzuvollziehen, das ist grotesk. Apropos, Olaf Spanner in München hatte Corona, war 2 Wochen in Quarantäne und dann? Und dann fing der Bürokratie-Wahnsinn auch an. Meine Quarantäne ist am 4. Januar zu Ende gegangen und darüber brauchte ich natürlich auch eine Bestätigung vom Gesundheitsamt München. Die habe ich entsprechend auch sofort nach Beendigung angefordert und dann passierte lange Zeit erstmal rein gar nichts. Tja, Herr Spanner, da muss man eben ein bisschen öfter nachfragen. Und nochmal. Da kommt in den automatischen Antwort-Mails dann die schöne Rückmeldung, bitte sehen Sie von weiteren Nachfragen ab, da es sonst zu Überlastungen führt. Und ja, schließlich hat es doch geklappt, ne? Nach 5 Wochen ist dann auch das Schreiben vom Gesundheitsamt gekommen. Und was steht drin? Ich bin weiterhin in Quarantäne bis zum 4.12.2021. Sehr schön. Das ist aber lang. Noch weitere 48. Wieso ist denn der so lange in Quarantäne? Das ist 14 Tage. Das ist, wenn du Corona hast, weiß ich nicht. Aber wenn Corona-Verdacht ist, da bist du in Quarantäne. Aber das ganze Jahr noch bis zu Ende, bis alle geimpft haben, aber das haben sie bis Dezember noch nicht, das kann ich euch schon sagen. bis Dezember, okay. 20 Wochen in Quarantäne, gründlich sind schon. Na, Herr Fromme, hat sich die Stadt Detmold das nochmal überlegt und sie dürfen die geschenkten Luftfiltergeräte doch aufstellen? Nein, dürfen wir nicht, obwohl... Die haben ja das Problem schon gelöst, dass jetzt gehen wir mal weg von irgendwelchen Finanzierungsproblemen, von irgendwelchen, die haben kein Geld dafür. Und das ist, der hat jetzt seine Investoren und Sponsoren gefragt und die haben ihm aus Nettigkeit, aus Unterstützung, und die haben das finanziert. Da sind jetzt für 12 Räume 12 Entlüfter drin, da sind jetzt Lüfter dabei, das ist, und die darf er nicht aufstellen, das ist jetzt, woran hakt das denn jetzt? Da ist einerseits, da hat nicht, das ist, da fehlen mir auch wieder die Worte, das ist, da kann man doch nicht sagen, ihr müsst jetzt einen Lüfter aufstellen, aber die Lüfter, die ihr habt, könnt ihr nicht aufstellen, das ist. Der Landtag in NRW hat sich gerade 41 Luftfilteranlagen gegönnt. Naja, Abgeordnete müssen auch geschützt. Ja, für den Landtag geht das. Der Landtag darf 41 Luftfilter haben. Aber die Schule, die kriegt nur 2. Dafür war das Geld nicht da. Das Geld für die Luftfilter im Landtag war ausreichend. Die Politiker müssen ja ordentlich belüftet werden. Für die Schulen reicht's nicht. Werden. Aber ein Landtag ist vielleicht auch wichtiger als eine kleine Grundschule. Ja, möglich. Immerhin hat die Stadt Detmold eine tolle Pandemie-Empfehlung. Stoßlüften statt Lüftungsanlagen. Steckt euch doch euer Stoßlüften sonst wohin. Sorry, aber das ist halt einfach, ist gerade in dem Beispiel, gerade bei dem Beispiel, außerdem ist das kein Lüften. Die Fenster ankippen ist kein Lüften. Muss aufgemacht werden. Aber das ist eine andere Sache. Wenn die doch vorhanden sind. Ist ja auch billiger. Die Stadt irrlicht hat offensichtlich durch die Pandemie und vergisst dabei das Wichtigste, nämlich die Kinder. Herr Fromme, machen Sie doch Schulunterricht im Düsseldorfer Landtag. Der hat genug Luftfilteranlagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ja.
Da weiß ich auch nicht, da weiß ich auch nicht mehr, da fehlt mir das.